MS Finnmarken wurde 2002 in Klevenwerft in Ulsteinvik gebaut. Es ist das dritte Hurtigrotenschiff, das diesen Namen trägt. Das erste wurde 1912 in der Werkstatt Trondheims Mekaniske Werkstatt gebaut. Die oberste Decksektion dieses Schiffes befindet sich jetzt im Hurtigrotenmuseum in Stokmarknes. Die zweite Finnmarken, 1956 gebaut, ist derzeit der größte Museumsgegenstand Norwegens und gehört auch zum Hurtigrotenmuseum. Mit ihren 138,5 Metern ist die Finnmarken das längste Hurtigrotenschiff. Das Schiff hat 15.000 Bruttoregistertonnen und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 18 Knoten. Wie bei den anderen Hurtigrotenschiffen beträgt die normale Reisegeschwindigkeit 15 Knoten. An Bord der MS Finnmarken ist Platz für 1.000 Passagiere. 643 Kojen sind auf 285 Kabinen verteilt. Das Schiff ist Eigentum der Reederei Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskab. Im Winter verlassen alle Hurtigrotenschiffe Bergen um 22.30 Uhr. Jeg heter Sten Magne Engen, kaptein om bord. Og vi skal ønske dere alle sammen en fin tur opp langs vår vakre norske kyst. Og den jo vakker selv om været kan være litt forskjellig. Akkurat nå så det jo ikke så særlig vær i Bergen, men det får vi håpe skal bli bedre etter hvert. Auf jeder Rundreise wird den Passagieren gezeigt, wie man mit den Rettungsgeräten umgeht. Von Axler aus, Ålesunds bekanntem Aussichtspunkt, haben wir einen guten Überblick über das Schiff und die Stadt. Das Schiff ist mit den neuesten Navigations- und Kontrollinstrumenten ausgestattet. Der Kapitän auf dieser Reise ist Sten Magne Engen. Hier gibt es ohne Zweifel einiges, worauf man achten muss. Wir sehen uns die Details an. Von diesem Tableau aus werden die zwei Hauptmaschinen gesteuert, mit den zwei Drosseln in der Mitte. Die zwei Steuerknüppel im unteren Teil des Bildes steuern Backbord- und Steuerbordruder. In der Mitte des Bildes ist das Panel der Steuermaschinen. Die Ruder können synchron oder einzeln gesteuert werden. Obwohl das Schiff mit neuester Technik ausgestattet ist, ist es dem Schiff immer noch auferlegt, normale Seekarten zu benutzen. Der erste Steuermann, Sterve Hansen, führt zudem das Logbuch. Für administrative Aufgaben wird für gewöhnlich ein Computer genutzt. Manchmal steuert ein Matrose das Schiff, wenn er Instruktionen vom Kapitän oder vom Steuermann erhält. An der Decke befindet sich ein Ruderanzeiger. Wenn das Schiff vom Kai ablegen soll, steht der Kapitän oder der Steuermann auf dem Backbord Brückennock. Alle notwendigen Manövrierinstrumente sind auch hier platziert. Anders als bei den anderen Hurtigrotenschiffen ist das Vorderdeck mit den Trossen und Winden überdacht. Die Wurfleine wird durch eine Luke geworfen. Wenn das Schiff verteut ist, schaltet der Kapitän die Maschinen aus und übergibt an den Maschinisten. Dann kann die Gangway ausgefahren werden.
Es wird immer die schiffseigene, hydraulisch gesteuerte Gangway genutzt. Einsteigende Passagiere müssen sich zuerst an der Rezeption anmelden. Die große Ladeluke wird auch geöffnet. Die Luke besteht aus zwei Teilen, eins für die Fracht, die mit dem Gabelstapler gefahren wird, und eins für Autos. Wenn alles bereit ist, können die Autos an Land gefahren werden. Die Autos werden zuerst in einen Aufzug gefahren und auf das Höhenniveau des Kais gehoben. Dann ist es bereit für Autos, die an Bord sollen. Insgesamt ist Platz für 50 Autos. Der komplette Ladungsumschlag erfolgt mit Gabelstaplern. Ein Gabelstapler im Schiff hat die Fracht auf eine Plattform gelegt. Die Plattform wird hochgehoben und ein Gabelstapler holt die Fracht auf der Außenseite von der Plattform herunter. Es sind zwei Ladedecks vorhanden mit einer Ladekapazität von insgesamt 790 Kubikmetern. Der Aufzug ist auf dem Weg zum untersten Deck, wo der Gabelstapler die Paletten abholt. Wir machen uns zur Abfahrt bereit und schließen die Ladeluke. Es gibt auch ein Spielzimmer an Bord. Die Kurzstreckenpassagiere können sich in der Cafeteria etwas zu essen kaufen. Die große Glasmalerei im Bistro ist von dem Innenarchitekten des Schiffes, Arne Johansen. Es gibt selbstverständlich einen Shop mit reichhaltiger Auswahl an Bord. Das Meer an der offenen Meeresstrecke Stad kann sehr ruhig sein. Aber meistens ist es ziemlich windig. Jetzt ist es nicht sonderlich schlecht. Thank you.
Radar ist ein wichtiges Instrument für sichere Navigation. Hier ist ein 3 cm und ein 10 cm Radar, beide mit einer Reichweite von bis zu 96 nautischen Meilen, je nach Wetterlage. Der Radar hält einen immer auf dem aktuellen Stand. Auf dem obersten Deck befinden sich die rotierenden Radarantennen. GPS, das heißt Global Positioning System, gibt die genaue Position, Geschwindigkeit und Uhrzeit an. Auf den elektronischen Karten, die in verschiedene Maßstäbe eingestellt werden können, wird die Position und der Kurs des Schiffes eingegeben. Die beiden Telefone in der Mitte des Bildes sind für Funktelefonie auf Mittelwelle, Kurzwelle und UKW. Es gibt auch zwei Bildschirme und einen Drucker für SAT-C, ein Satellitensystem, das Telex benutzt. Im Innenteil der Kuppel ist die Antenne für SAT-C. Auf diesem Panel kann man die wasserdichten Türen steuern. Ganz rechts im Bild ist ein kleines Panel, das angibt, welche der Feuermelder Alarm geschlagen hat. Dieses Panel zeigt die HIFOG-Anlage. Die Mikrofone an der Decke sind an einen Voice Recorder angeschlossen, der alle Gespräche der letzten 12 Stunden auf der Brücke aufzeichnet. Die Aufnahmen werden in dieser Boje gespeichert, die, sollte das Schiff sinken, aufschwimmen und per Satellit die Position angeben würde. Auch auf dem Steuerbord Brückendock gibt es ein vollständiges Panel zum Manövrieren, aber es wird selten benutzt, weil das Schiff mit der Backbordseite anlegen muss, da sich die Gangway und die Tore auf dieser Seite befinden. Nachdem wir den Trondheimsfjord verlassen haben, passieren wir den Leuchtturm Hjøngsalfjord. Eine Weile danach unterqueren wir die Brücke bei Stokksundet, eine der engsten Meerengen der Reise. Wir passieren öfter Fischaufzuchtanlagen, der jüngste Wirtschaftszweig Norwegens. Der Kapitän lädt die Passagiere zu einer Führung auf der Brücke ein. In einem Raum hinter der Brücke befinden sich die elektronischen Leitkammern. In einer Notsituation können diese speziellen Funkgeräte beispielsweise zur Kommunikation mit den Rettungsbooten genutzt werden. Wie wir später sehen werden, sind einige Suiten sehr gut ausgestattet, aber die Kabine des Kapitäns ist wohl die beste. Der Kapitän muss nicht nur das Schiff steuern, sondern auch viel Büroarbeit erledigen. Mitten im Fjord verlassen einige Passagiere das Schiff, um einen Ausflug zum Gletscher Svartisen zu machen. Mille Cruise 2 bringt die Passagiere ans Land. Von hier geht der Ausflug mit dem Bus weiter. Mille Cruise grüßt uns gute Fahrt und wir grüßen zurück. Svartisen ist der zweitgrößte Gletscher Norwegens und der einzige, der sich fast bis zum Meer erstreckt. Der Strand Storvika kann sehr einladend sein, an diesem Tag eher weniger. Saltströmen ist 150 Meter breit. Viermal am Tag zwischen Flut und Ebbe werden enorme Wassermengen durch die Meerenge hindurchgedrückt. Während einige Passagiere einen Ausflug zu Svartisen und Saltströmen machen, laufen wir Ørnes an. Ørnes ist seit 1794 ein privilegierter Handelsort. Heute ist es immer noch ein lebendiger Handelsort mit 1500 Einwohnern. Bodø ist die größte Stadt Nordlands. Handel und Fischindustrie sind die wichtigsten Wirtschaftszweige. Die Stadt wurde erst 1816 gegründet. Die Hurtigrute war sehr wichtig für die Stadt. Denn erst Ende der 30er Jahre wurde die Straße in Richtung Süden fertiggestellt. Noch bis 1980 wurde im Winter der Bergpass auf Saltfjellet gesperrt. Die Eisenbahnlinie Nordlandsbahn endet in Bodø. Sie wurde erst 1962 fertiggestellt. Wir haben den Polarkreis auf 66 Grad und 33 Minuten Nord überquert. Der alte Gott Njord ist an Bord gekommen.
Er ist der Gott der Schifffahrt und so manches mehr. Hier wacht Njord über den Polarkreis. Alle, die ihn überqueren, müssen durch ein besonderes Taufritual, das nur von Njord durchgeführt werden kann. Wir befinden uns weit nördlich und das Taufwasser ist gefroren. Danach überreicht der Kapitän den Taufschein. Der Restaurantchef ist heute großzügig und verteilt ein Gläschen Wein an die Täuflinge. Von Budø aus geht die Fahrt weiter über den Fjord Vestfjorden und nach 4 Stunden sind wir in Stamsund in den Lofoten. Spät am Abend laufen wir Svolvær an, wo wir 1 Stunde Aufenthalt haben. Es wird großen Wert auf ein erstklassiges und reichhaltiges Essen gelegt. In der Kombüse arbeiten 9 Personen, die meisten Fachangestellte. Damit alles so hygienisch wie möglich ist, wird in großem Umfang Edelstahl benutzt. Edelstahl verträgt starke Putzmittel und kochendes Wasser. Ein weiterer Grundsatz ist es, so wenig Essen wie möglich zu verschwenden. Das Putzwasser ist so heiß, dass es von einer Dampfwolke umgeben ist. Das ganze Geschirr aus dem Speisesaal wird auf diesen Tisch gestellt. Das Geschirr wird zuerst kurz abgespült, bevor es in den Spültunnel hineingeht. Dort wird das Geschirr zuerst gründlich gespült und dann sterilisiert. Das Trinkwasser wird an Bord produziert. Es ist spezial gereinigt und auf Wunsch mit Kohlensäure versetzt. Früh am Morgen laufen wir Harstad mit 23.000 Einwohnern an. Im Unterschied zu anderen nordnorwegischen Städten und Dörfern ist zwar auch die Fischerei bedeutend, aber genauso wichtig sind Molkerei und Fleischindustrie. Ebenso hat die Ölindustrie Einzug in die Stadt gehalten. Im Hafen von Harstad treffen wir die neueste Hurtigroute MS Midnatsul. Wir legen ab und fahren in den Fjord hinaus. Kurz nach Harstad sehen wir Trondenes Kirche aus dem Jahr 1250. Man glaubt, dass früher hier eine Holzkirche aus dem Jahr 990 stand, für die ersten Christen Nordnorwegens. Tromsø ist die größte Stadt Nordnorwegens mit 60.000 Einwohnern, Domkirche und Universität. Seit 1252 ist es Kirchenort und wurde vom Papst die Kirche direkt bei den Heiden genannt. Bekannter ist die Stadt aber als das Paris des Nordens wegen der eleganten Damen der Stadt. In Tromsø besucht uns eine junge Möwe, die auf dem Wulstbug ganz vorne am Schiff spazieren geht. Die ganze Zeit über müssen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Wenige Fahrerinnen sind so der Witterung ausgesetzt wie die der Hurtigroute. Das Meer kann bis zu den Fenstern der Brücke auf Deck 7 hochspritzen, also müssen die Matrosen die Fenster putzen. Auch im Innenbereich müssen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, ich bin Kapitän. Nun sind wir gekommen zu einem Sund, das heißt Magerøysundet. Und wir haben Magerøya auf der linken Seite, auf der Babelskie. Und auf der Strømskie haben wir Fastlandet. Magerøya liegt auch bekannt in Nordkap. In Honningsvåg bleiben wir 4,5 Stunden, damit die Passagiere einen Ausflug zum Nordkap machen können. Auf dem Nordkap-Plateau 307 Meter über dem Meer steht der berühmte Globus. Wir befinden uns auf 71 Grad, 10 Minuten und 21 Sekunden Nord. Viele glauben in direkter Nähe des Nordpoles zu sein, aber bis dorthin sind es noch 2080 Kilometer. Eigentlich ist Nordkap nicht der nördlichste Punkt Europas. Es ist die Landspitze Knivskjellodden, westlich des Nordkaps. Musik.
Während viele der Passagiere am Nordkap sind, wird mit der Mannschaft eine Rettungsbootübung gemacht. Die Steuerbordrettungsboote werden abgelassen und getestet. Als erstes ist das kleine Mann-über-Bord-Boot unten. Der Kapitän leitet die Übung per Funkgerät von der Brücke aus. Am Ende wird das kleine und schnelle Rettungsboot wieder an Bord gehisst. Die Rettungsflöße werden nicht auf jeder Fahrt getestet. Jetzt hat die Matrosin des kleinen Rettungsbootes es eilig. Eigentlich ist sie Chef der kalten Kombüse. An diesem Tag gibt es ein besonderes Abendessen. Es wird ein fantastisches kaltes Buffet hergerichtet. Die fertigen Platten werden in den Kühlschrank gestellt. Wenn alles bereit ist und das Buffet eröffnet werden soll, werden die Platten im Speisesaal aufgetragen. Die gesamte Restaurantbedienung stellt sich auf. Ja, guten Abend, alle zusammen, und herzlich willkommen zu Bosch. Es sind sehr viele neue Passagiere hier von Nordpa. Ich heiße Sten Magnengen und Kapitän an Bord, für die, die nicht wissen. Und so haben wir Hotelchefen, und so haben wir Reiseleiter hier, und das ist Yngve, und so haben wir da Magne som reiseleder. Passagiere, die an Bord Geburtstag haben, erhalten eine besondere Aufmerksamkeit. Nach 6 Tagen sind wir in Kirkenes, wo die Hurtigrute wendet. Kirkenes war ursprünglich eine Grubenstadt. Es sind immer noch Reste der 1996 stillgelegten Grubenanlage sichtbar. Die große Zentralhalle mit dem Treppenhaus reicht von Deck 3 bis zu Deck 8. Küstarkaden auf der Steuerbordseite des 4. Deckes erstreckt sich über etwa ein Viertel des Schiffes. Hier hat man reichlich Platz für Spaziergänge und es gibt 29 Sitzplätze mit guter Aussicht. Es gibt keine Spucknäpfe, aber auf der ersten DS Finnmarken von 1912 waren sie üblich. Die Wände in Küstarkaden tragen viele Bilder des alten Schiffes. In Küstarkaden kann man auch eine Kleinigkeit zu essen bestellen. Auch im Aufzug hängen Bilder der DS Finnmarken.
Achtern in Schüsterarkaden steht ein Modell des Schiffes. Wie vorhin schon erwähnt, ist die hinterste Sektion erhalten und steht jetzt im Hurtigruten-Museum in Stokmarknes. Es gibt mehrere Internet-Terminals an Bord, die die Passagiere nutzen können. Ganz hinten auf Deck 4 befindet sich der große Speisesaal mit 332 Plätzen. Die Architekten der MS Finnmarken haben sich stark von der ersten DS Finnmarken inspirieren lassen. Hauptmerkmal ist der Jugendstil, was man deutlich an der Treppe zwischen Deck 5 und 6 erkennen kann. Im Treppenhaus hängen eine Reihe Karikaturen, die auf eine lustige Art und Weise das Leben an Bord in den alten Zeiten beschreiben. Die Karikaturen wurden von Darkfin Backe in Svolvær gezeichnet. Schüler der Schule Fikan in Nord-Trøndelag waren auch an der Dekoration beteiligt. Auf Deck 5 sind die Kabinentüren gelb, während sie auf Deck 6 blau sind. So weiß jeder, auf welchem Deck er sich befindet. Babettes Café auf Deck 7 bietet Platz für 85 Gäste. Der Name stammt aus dem Karin Blixen-Roman Babettes Gästebud. Der Roman spielt in Berlevåg. In die Bar Fløibaren auf Deck 4 passen 139 Reisende. Hier finden wir drei Kjell-Nypen-Bilder. Am Abend gibt es Unterhaltung. Heute die Band Happy Hour aus Sudland und Kvæfjør. Die Lampen an der Decke sind erkennbar von denen der DS Finnmarken aus 1912 inspiriert. Die gute Stube des Schiffes befindet sich neben der Bar Fløibaren. Das Bild stellt Bergen um 1900 herum dar und wurde von Egil Rodal gemalt. Die gute Stube ist der kleinste Salon des Schiffes und gute Zigarren und Cognac gehören hier dazu. Ganz vorne auf Deck 4 gibt es 4 Konferenzräume. In diesem Fall wurden 2 Säle zusammengelegt, um ausreichend Platz zu haben. Die 2 Wandteppiche am Eingang zu den Sälen sind von Kari Wevle. Die koreanische Ausstellung Arctic Rainbow reist diesmal mit. Eine ihrer Spezialitäten sind Bilder aus Perlmutt. In den Gängen hängen Lithografien von Olaf Sture. Die Bilder sind mit einer besonderen Technik direkt auf norwegischem lithografischem Gestein gemacht. Der Salon Stiftstaden auf Deck 7 ist natürlich nach der Stiftstadt Trondheim benannt. Bis zu 81 Passagiere können durch die großen Fenster die einmalige Aussicht genießen. Das Bild ist von Håkon Blekken. Die allerbeste Aussicht hat man von dem Aussichtssalon Blue Toppen auf Deck 8. Im Westfjord läuft die Heringsfischerei schon auf vollen Touren. Im Hintergrund die berühmten Berge der Lofoten. Der Salon Blue Toppen wird natürlich auch abends besucht. Wir nähern uns Damsund, einem der Anlauforte der Lofoten. Im Aufenthaltsraum der Mannschaftsmesse können alle, die an Bord arbeiten, ein bisschen zusammen entspannen. Wir sehen uns an, wie eine normale Kabine von einem Zimmermädchen hergerichtet wird. Dies ist ziemlich harte Arbeit, vor allem wenn alles gewechselt werden muss. Auch in den normalen Kabinen hängt Kunst an den Wänden. Jetzt besuchen wir die Suite Sørøya. Hier hat man ein eigenes Wohnzimmer, Balkon und Schlafzimmer. In der Grand Suite Varde wurde an nichts gespart. Es gibt nur 2 Suiten dieser Art. Das Schiff hat auch 3 behindertengerechte Kabinen.
Auch sie sind sehr geräumig, sodass Rollstühle hinein können. Die Krankenstation ist wie ein kleines Hospital ausgestattet. Die am wenigsten komfortable Kabine befindet sich auf Deck 2, der Arrest. Manchmal werden Gefangene über kürzere Strecken transportiert, aber es kann auch vorkommen, dass sich ein Passagier daneben benimmt. Die gesamte Maschine kann von diesem Kontrollraum aus überwacht werden. Der zweite Maschinist Rua Nurman schaltet ein Kontrollsystem ein. Der Zustand der einzelnen Motoren kann auf den Bildschirmen abgelesen werden. Im Kontrollraum steht auch das Haupttableau für die gesamte Elektronik. Insgesamt können 8000 Kilowatt an Bord produziert werden. Alle kritischen Punkte der Maschinenräume sind videoüberwacht. Die dazugehörenden Monitore befinden sich im Kontrollraum. Um 10 Uhr morgens machen die Maschinisten eine kurze Kaffeepause. Die Pause machen sie im Kontrollraum, um alles im Überblick zu haben. Alle Motoren sind von Wärtsilä in Finnland. Es gibt zwei W9L32, jeder mit 4140 Kilowatt auf 9 Zylinder verteilt, und zwei W6L32, jeder mit 2700 Kilowatt auf 6 Zylinder verteilt. Je Motortyp sind zwei Reduktionsgetriebe angeschlossen. Von diesen aus wird die Kraft an die Propeller und an die Stromgeneratoren übertragen. Ganz oben auf den Motoren ist der Turbolader platziert. Trotz der kräftigen Motoren hinterlässt das Schiff kaum Wellen. Dies erhöht den Wirkungsgrad um 5-6%. Ganz unten auf dem untersten Deck. Im oberen Teil des Bildes ist die Kühlung der Spülluft. Obwohl alles vom Kontrollraum aus überwacht werden kann, werden auch manuelle Kontrollen gemacht. Die Ergebnisse werden in das Computersystem AMOS eingegeben, das Wartungssystem des Schiffes. Während die Hauptmotoren laufen, wird einer der kleineren Motoren abgeschaltet. Die Wasserzufuhr wird neu justiert, um somit das Entweichen von NOx zu reduzieren. Neben dem vordersten Gang befindet sich das Servoaggregat der Propelleranlage. Zur Not können die verstellbaren Propellerblätter von hier aus manuell gesteuert werden. Die Kupplung kann ferngesteuert werden oder vor Ort manuell gesteuert werden. Der Hauptmaschinenraum ist durch eine wasserdichte Tür in zwei Zonen unterteilt. Die kleinen Motoren haben nur 6 Zylinder, ansonsten sind sie mit den Hauptmotoren identisch. Auch sie können zum Antrieb genutzt werden. Auf jedem Motor gibt es ein Kontrollpanel. Dieses sagt aus, dass der Motor nicht eingeschaltet ist. Der Motor kann manuell von hier aus gestartet und angehalten werden. Hier kann man auch Daten über die Maschine ablesen. Links steht eine Schmierölpumpe, dahinter einer der kleinen Motoren. Alle Motoren sind auf elastischen Füßen montiert, um die Vibrationen zu dämpfen. Die Deckel der Kurbelgehäuse oben im Bild öffnen sich bei einer eventuellen Explosion im Kurbelgehäuse. Durch die Luke wird die Ölmenge für das Traglader der Propellerachse abgelesen. Im Maschinenraum kann es ziemlich warm werden, darum steht hier ein Trinkbrunnen. Das ganze Öl, sowohl der Treibstoff als auch das Schmieröl, durchläuft diese Westfalia-Separatoren, bevor sie zu den Motoren geleitet werden. Jetzt wird es Zeit, wieder an Deck zu gehen. Wir nähern uns Vardø, dem östlichsten Punkt Norwegens. Vardø liegt genauso weit östlich wie Kairo. Hier am Barentssee ist die wirtschaftliche Grundlage logischerweise die Fischerei. Als Gegenzug zur russischen Expansion im 14. Jahrhundert wurde 1307 die Vardøer Kirche geweiht. Kurze Zeit danach errichtete König Håkon V. Magnusson ein Festungswerk in Vardø.
Die Festung markiert seit 250 Jahren, dass dies norwegischer Boden ist. Und Schüsse waren nie notwendig, abgesehen von den Salutschüssen im Januar, wenn die Sonne zurückkehrt. Am Nachmittag verlassen wir Vardø. Am nächsten Morgen laufen wir Hovøysund an. Hovøysund liegt vom Meer geschützt auf der Leeseite der Insel Hovøya. Die 1500 Einwohner sind alle von der Fischindustrie abhängig. Kurz nach Hovøysund begegnen wir der Hurtigrute Polarlys. Ein kleiner Wettbewerb findet zwischen den Schiffen statt. Wer ist besser im Winken? Wir glauben, diesmal gewonnen zu haben. Es gibt mehr zu erzählen über die Maschine. Der Reparateur Svein Johansen hat hier unten seine eigene Werkstatt mit Arbeitsbank, eine große Auswahl an Werkzeugen und eine Drehbank. Svein Arne Johansen ist der Elektriker dieser Reise. Aufgrund der vielen Elektronik an Bord sind die Anforderungen an die Elektriker sehr hoch. Zur Kühlung der Maschinen wird indirekt Meerwasser benutzt. Das Wasser wird zuerst gefiltert und dann zu einem Wärmetauscher gepumpt, der das Süßwasser kühlt, das wiederum zur Kühlung der Motoren genutzt wird. Der Donkey liefert Dampf an die Warmwassertanks. Er ist ölbetrieben und ergänzt die Kessel, die die Abgaswärme der Motoren nutzen. Die Ventile neben dem Donkey regulieren die Warmwasserzufuhr an die verschiedenen Schiffsteile. Hammerfest ist die nördlichste Stadt der Welt. Sie liegt auf gleicher Höhe mit Point Barrow, dem nördlichsten Punkt Alaskas, der aber unbewohnt ist. Hammerfest hat bereits 1789 die Rechte als kleine Handelsstadt erhalten. Die Stadt wurde 1944 von deutschen Soldaten vollständig zerstört und musste komplett wieder aufgebaut werden. Am nächsten Morgen in Harstad treffen wir die MS Lofoten, das älteste der heutigen Hurtigrotenschiffe. Sie wurde 1964 in Dienst gestellt. Durch die Meerenge Risøyrena fahren wir langsam. Risøyrena wurde 1922 das erste Mal ausgebaggert und muss regelmäßig wieder ausgebaggert werden. Der Sand am Grund ist ständig in Bewegung, also ist die Gefahr groß, auf Grund zu laufen. Risøyhamn ist die Anlaufstelle der Insel Andøya. Kurz nach dem Verlassen Risøyhamns unterqueren wir die Brücke, die die Insel Andøya mit Hinnøya verbindet, die größte Insel Norwegens. MS Finnmarken ist dabei, die Langøysundbrücke zu unterqueren, kurz vor Stokmarknes, dem Geburtsort der Hurtigrute. Hier bleiben wir eine Stunde, um Fracht zu laden und zu löschen und damit die Passagiere Zeit für einen Besuch des Hurtigrotenmuseums haben. Das Museum ist im Besitz des größten Museumsgegenstandes Norwegens, die vorherige MS Finnmarken und die Decksektion der ersten Finnmark. Das Hurtigrotenschiff, die beste Art, Norwegen kennenzulernen. Der Premierminister Einar Gerhardsen. Hallo, Bruder Radio. Unser Kapitän Sten Magne Engen war auch Kapitän auf der alten Finnmarken und wird ein bisschen nostalgisch. Radar,
Hela panelen här var ju byggd om. Det var ju inte sån från början. Nach Stokmarknes fahren wir in die meerenge Raftsüne hinein. Der vielleicht spannendste Teil unserer Reise mit fantastischen Bergen auf beiden Seiten. Heute ist der Trollfjord richtig trollisch. Ohne Bugpropeller und Azimutpropeller-Achtern wäre es nicht möglich, so ein großes Schiff im Trollfjord zu wenden. Wir fahren Raftsüne weiter hinunter. Manchmal sieht es aus, als wäre die Fahrrinne geschlossen. Aber es gibt eine Öffnung. Svolvær ist die Hauptstadt der Lofoten und die Lofotenfischerei ist die bekannteste Fischerei der Welt. Jedes Jahr von Januar bis April werden knapp 50 Millionen Kilo Fisch gefangen. Wir produzieren unser Süßwasser aus Salzwasser. Im ersten Schritt entfernen die Sandfilter nicht aufgelöste Partikel. Danach fließt das Wasser zu der Osmoseanlage. Die Membran in den Zylindern ist so konstruiert, dass nur das Wasser und nicht das Salz durchdringen kann. Wenn die Osmosemembran gereinigt werden muss, sorgt eine Dosierpumpe für die richtige Zufuhr von Chemikalien. Hier ist das Steuer- und Überwachungspanel der Wasserreinigungsanlage. Die Anlage arbeitet nur unter hohem Druck. Die dreizylindrige Hochdruckpumpe reguliert auch die durchströmende Wassermenge. Das hintere Klärbecken ist ein Sedimentationstank mit mehreren Kammern. Der Schlamm wird geschleudert und der Trockenanteil ausgeschieden. Dieser wird zum Schluss im Müllverbrennungsofen verbrannt. Das Abwasser des ganzen Schiffes gelangt in die Abwasserpumpen. Der erste Reinigungsschritt erfolgt in diesen Sandfiltern. Danach wird das Wasser zu dieser Osmoseanlage geleitet. Das gereinigte Abwasser wird für die Süßwasserreinigung im Außenbereich genutzt. Nicht recycelbarer Abfall wird zuerst zerkleinert und danach in demselben Verbrennungsofen wie der Schlamm aus dem Abwasser verbrannt. Der Ofen ist mit einem Rauchgasfilter ausgestattet. Die Wärmeenergie wird genutzt. Die sterile Asche wird komprimiert und dann auf offener See ins Meer abgelassen. Konservendosen werden zusammengepresst und zum Recycling verschickt. Manchmal wird die Luft im Passagierbereich zu trocken. In diesem Zylinder wird der Luftdampf aus der Kesselanlage beigemischt, um sie zu befeuchten. Wir fahren weiter und passieren Rødøy Løven, eine gewaltige Bergformation. Wir machen diesmal einen kleinen Abstecher, um den Handelsort Selsøyvik zu sehen. Die Schulkinder kommen heraus, um uns zuzuwinken. Selsøyvik wurde schon im 17. Jahrhundert Handelsort. Nun sind wir am Polarkreis und verlassen das Land der Mitternachtssonne.
Der ausgeprägte Berg der Pferdemann liegt so nah am Polarkreis, dass man auf der Spitze einen Tag im Jahr Mitternachtssonne hat. Die Hurtigrute ist kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein normales Linienschiff. Wir sind in Nesna, wo ganz normale Reisende an Bord steigen, die nach Trondheim wollen. Die sieben Schwestern waren Trollmädchen, die nicht aufpassten, als die Sonne aufging und versteinert wurden. Es ist wahr, sehen Sie nur, sie stehen ja hier. Die Kirche und das Pfarrhaus in Alsterhöll sind hauptsächlich durch Petter Dass bekannt, ein großer Dichter, Priester und Handelsmann, der Ende des 17. Jahrhunderts hier gewohnt hat. Für das Loch in Torghatten gibt es auch eine natürliche Erklärung. Der Pferdemann hat einen Pfeil durch den Hut geschossen. Wir machen einen weiten Sprung in den Süden nach Kristiansund, die Stadt, die auf drei Inseln liegt. Hustadvika ist eine offene Meeresstrecke zwischen Kristiansund und Molde und hier kann es Seegang geben. Aber die Strecke ist recht kurz und es geht schnell vorbei. Im vordersten Maschinenraum können wir einen der Tunnel der zwei Blühenwoll-Bugpropeller sehen. Sie werden von 1200 Kilowatt Motoren angetrieben. In diesem Maschinenraum gibt es auch einen Ultraviolettfilter für das Trinkwasser. Eine kräftige ultraviolette Lampe tötet die Bakterien im Wasser ab. Im selben Raum stehen die zwei vorhin genannten Warmwasserbereiter. Das Wasser wird durch Dampf oder Elektrizität erwärmt. Auch die Feuerlöschanlage steht in diesem Raum. Links sind die Hochdruckpumpen und rechts die Druckflaschen der HIFOG-Anlage. Die zentrale Kühlanlage sorgt für die Kühlung der Schränke in der Kombüse, der Cafeteria und in den Bars. Die Anlage der Stabilisatoren ist auf zwei Maschinenräume verteilt, einer auf jeder Seite des Schiffes. Was wir sehen, ist nur der Hydraulikzylinder, der die 5,5 Quadratmeter großen Stabilisatorflossen herausfährt. Der Rest befindet sich außenbords und ist deshalb nicht sichtbar. Hinten im Schiff ist das Ersatzteillager für Verschleißteile. Ganz hinten sind die Steuermaschinen der zwei Ruder. Jede Steuermaschine hat zwei voneinander unabhängige Hydrauliksysteme. Sollte die Übertragung von der Brücke versagen, könnten die Steuermaschinen nach telefonischen Anweisungen von der Brücke aus manuell gesteuert werden. Der Ruderanzeiger gibt die Position des Ruders an. Der Azimut-Propeller ist ein Ölstein Aquamaster mit 1200 Kilowatt. Der Propeller kann sich um 360 Grad drehen, sodass er das Schiff in jede Richtung manövrieren kann. Der elektrische Motor befindet sich im Maschinenraum, der Rest außenbord. Wenn der Propeller nicht in Gebrauch ist, wird er in einen Tunnel im Achterrumpf hineingefahren. Diese Hydraulikanlage steuert den Propeller. Auf Deck 8 gibt es sowohl einen Friseur als auch einen Massageraum sowie einen recht gut ausgestatteten Fitnessraum. MS Finnmarken ist das einzige Hurtigrutenschiff mit einem Pool. Aber was macht man, wenn es stürmisch ist? Ja, dann müssen wir das Wasser ablassen. Aber es werden wohl nicht so viele sein, die gerade dann den Pool nutzen wollen. Aber was gibt es denn Schöneres, als im Pool oder Whirlpool zu liegen und das Nordlicht zu beobachten? Auf dem Deck darunter befindet sich die Reinigungsanlage der Pools. Das Notaggregat steht auf Deck 7. Es wird auf jeder Fahrt getestet. Das Aggregat ist groß genug, um das ganze Schiff mit ausreichendem Licht zu versorgen und um Strom an wichtige Instrumente zu liefern. Der Maschinenchef Per Christofferschen hat auf dieser Fahrt die Verantwortung dafür, dass die Notstromausstattung in perfektem Zustand ist. Zusätzlich zum Notaggregat gibt es zwei batteriebetriebene Notstromversorgungen.
Die eine hat 50 Kilowatt und liefert Strom für Notlicht und die andere hat 20 Kilowatt und liefert Strom für die Instrumente der Brücke. Der Leuchtturm Stubb & Fear, der die Schiffe sicher nach Flurel geleiten soll, ist auf einer kleinen Insel gebaut. Der Leuchtturmwärter, der vor der Automatisierung hier gewohnt hat, hatte wohl nicht viel Platz zum Wandern. Wir nähern uns bei schönem Wetter Bergen. Die Passagiere können die Sonne auf dem Deck genießen. In wenigen Minuten werden wir in Bergen anlegen. Die schönste Seereise der Welt entlang des Landes, das die mit Abstand längste Küste Europas hat, ist zu Ende. Vakre norske kyst. Og den jo vakker selv om været kan være litt forskjellig. Akkurat nå så det jo ikke så særlig vær i Bergen, men det får vi håpe skal bli bedre etter hvert. Auf jeder Rundreise wird den Passagieren gezeigt, wie man mit den Rettungsgeräten umgeht. Von Axla aus, Ålesunds bekanntem Aussichtspunkt, haben wir einen guten Überblick über das Schiff und die Stadt. Das Schiff ist mit den neuesten Navigations- und Kontrollinstrumenten ausgestattet. Der Kapitän auf dieser Reise ist Sten Magne Engen. Hier gibt es ohne Zweifel einiges, worauf man achten muss. Wir sehen uns die Details an. Von diesem Tableau aus werden die zwei Hauptmaschinen gesteuert, mit den zwei Drosseln in der Mitte. Die zwei Steuerknüppel im unteren Teil des Bildes steuern Backbord- und Steuerbordruder. In der Mitte des Bildes ist das Panel der Steuermaschinen. Die Ruder können synchron oder einzeln gesteuert werden. Obwohl das Schiff mit neuester Technik ausgestattet ist, ist es dem Schiff immer noch auferlegt, normale Seekarten zu benutzen. Der erste Steuermann, Sterve Hansen, führt zudem das Logbuch. Für administrative Aufgaben wird für gewöhnlich ein Computer genutzt. Manchmal steuert ein Matrose das Schiff, wenn er Instruktionen vom Kapitän oder vom Steuermann erhält. An der Decke befindet sich ein Ruderanzeiger. Wenn das Schiff vom Kai ablegen soll, steht der Kapitän oder der Steuermann auf dem Backbord Brückennock. Alle notwendigen Manövrierinstrumente sind auch hier platziert. Anders als bei den anderen Hurtigrotenschiffen ist das Vorderdeck mit den Trossen und Winden überdacht. MS Finnmarken wurde 2002 in Klevenwerft in Ulsteinvik gebaut. Es ist das dritte Hurtigrotenschiff, das diesen Namen trägt. Das erste wurde 1912 in der Werkstatt Trondheims Mekaniske Werkstatt gebaut. Die oberste Decksektion dieses Schiffes befindet sich jetzt im Hurtigrotenmuseum in Stokmarknes. Die zweite Finnmarken, 1956 gebaut, ist derzeit der größte Museumsgegenstand Norwegens und gehört auch zum Hurtigrotenmuseum. Mit ihren 138,5 Metern ist die Finnmarken das längste Hurtigrotenschiff. Das Schiff hat 15.000 Bruttoregistertonnen und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 18 Knoten.
Wie bei den anderen Hurtigrutenschiffen beträgt die normale Reisegeschwindigkeit 15 Knoten. An Bord der MS Finnmarken ist Platz für 1000 Passagiere. 643 Kojen sind auf 285 Kabinen verteilt. Das Schiff ist Eigentum der Reederei Ofutens Ovesterålens Dampskibsselskab. Im Winter verlassen alle Hurtigrutenschiffe Bergen um 22.30 Uhr. Wenn alles bereit ist, können die Autos an Land gefahren werden. Die Autos werden zuerst in einen Aufzug gefahren und auf das Höhenniveau des Kais gehoben. Dann ist es bereit für Autos, die an Bord sollen. Insgesamt ist Platz für 50 Autos. Der komplette Ladungsumschlag erfolgt mit Gabelstaplern. Ein Gabelstapler im Schiff hat die Fracht auf eine Plattform gelegt. Die Plattform wird hochgehoben und ein Gabelstapler holt die Fracht auf der Außenseite von der Plattform herunter. Die Wurfleine wird durch eine Luke geworfen. Wenn das Schiff verteut ist, schaltet der Kapitän die Maschinen aus und übergibt an den Maschinisten. Dann kann die Gangway ausgefahren werden. Es wird immer die schiffseigene hydraulisch gesteuerte Gangway genutzt. Einsteigende Passagiere müssen sich zuerst an der Rezeption anmelden. Die große Ladeluke wird auch geöffnet. Die Luke besteht aus zwei Teilen, eins für die Fracht, die mit dem Gabelstapler gefahren wird, und eins für Autos.